Wir begrüßen Sie zur virtuellen Gesellenstücksausstellung der Tischler von der Heinrich-Metzendorf-Schule in Bensheim. Luca Kraft hat einen Schreibtisch in Eiche hergestellt. Um einen anderen Werkstoff mit einzubauen und das Werkstück etwas luftiger zu gestalten, hat er sich für einen schwarzen Metallfuß auf der rechten Seite des Werkstücks entschieden. Dazu passend hat er die Rollladentür auf der linken Seite schwarz gebeizt. Der Schubkasten mit klassischer Führung wurde handgezinkt und ein Drittel des Schubkastenvorderstücks mit dem schwarzen Rollladenmuster versehen. Als Verbindungsmittel vom Korpus hat er sich für die Formfederverbindung entschieden. Das Möbelstück wurde mit einem Klarlack matt lackiert. Alles Gute auf deinem weiteren Lebensweg wünscht dir dein Lehrerteam Holztechnik.